Die 17-jährige Jana hat sich in ihren Bio-Lehrer Kai verguckt. Ihre beste Freundin Miriam hat davon bisher nichts geahnt. Sie steht mehr auf Gleichaltrige. Echt? Stehst du auf den? Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht. Er ist doch viel zu alt für dich. Für einen Lehrer ist der schon ziemlich heiß, glaube ich. Warte mal, ist das nicht deine Mutter? Hä? Was macht die denn hier? Jana hat ein gespaltenes Verhältnis zu ihrer Mutter. Sie fühlt sich vernachlässigt und auch ihr kleiner Bruder wird nach Meinung der 17-Jährigen nicht ausreichend von ihrer Mutter Leonore umsorgt. Boah, und wie die schon wieder rumläuft. Boah, wie peinlich die einfach ist. Guck mal, da kommt gerade der Weller. Während sich Jana für das jugendliche Styling ihrer Mutter schämt, findet Miriam Leonore total hip. Hä? Was macht der denn da? Der läuft auf die zu? Jetzt knutschen die auch noch? Boah, das geht gar nicht. Wie ekelhaft ist die cool. denn? Boah, nein. Boah, die ist viel zu alt für den. Jana reagiert echt krass auf ihre Mutter. Dabei ist Leonore eigentlich ganz cool und nicht so spießig wie die anderen Eltern. Aber dass Janas Mutter jetzt was mit dem Weller hat, das ist echt die Krönung. Hey, guck mal, jetzt steckt er bei der ein. Und die fahren los. Wohin fahren die? Ist doch voll cool. Boah, nein. Ich bin in den verliebt und ich lasse mir das von meiner Mutter nicht kaputt machen. Dass sich Schülerinnen in ihren Lehrer verlieben, ist keine Seltenheit. Besonders Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren sind betroffen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Beispielsweise eine fehlende Vaterfigur in der Familie oder die Tatsache, dass gleichaltrige Jungs unreif wirken. Sollten Lehrer bemerken, dass sich eine Schülerin in sie verliebt hat, sollten sie das auf jeden Fall sofort ansprechen. Betroffene Schülerinnen können sich an ein Sorgentelefon wenden, das es in allen größeren Städten gibt. Ein paar Stunden später. Janas kleiner Bruder Ben hat längst schulfrei, aber immer noch nichts zu Mittag gegessen. Hey Ben, wo ist Mama? Geh aus dem Bild. Wo ist Mama? Einkaufen. Einkaufen? Hast du schon gegessen? Nein. Was willst du denn essen? Einen großen Hamburger mit extra viel Pommes und Mayo. Mhm. Ich mach dir Nudeln. Oh. Wie sieht's denn hier aus? Seit ihr Vater die Familie vor ein paar Jahren verlassen hat, muss Jana viel Verantwortung übernehmen, auch für ihren kleinen Bruder. Ich finde es unverantwortlich von meiner Mutter, den Ben einfach ohne Essen zu Hause alleine zu lassen. Das geht gar nicht. Und ich weiß auch ganz genau, dass die nicht einkaufen war, sondern sich mit dem Weller getroffen hat. Hi, Schatz. Hi, Mama. Hi. Wo kommst du denn her? Einkaufen. Ja, wo sind die Tüten? Ich brauche keine Tüten. Da? Tada. Pizza. Ach, doch keine Pizza. Wir brauchen mal irgendwas Gesundes. Das ist gesund, da ist Gemüse drauf. Leonore ist 38 und konzentriert sich vor allem auf ihr eigenes Leben. Bevor sie Zeit in der Küche verschwendet, wirft sie lieber noch einen weiteren Blick in den Spiegel. Wie siehst du eigentlich schon wieder aus? Na, wie sehe ich denn aus? Gut sehe ich aus. Nee, am helllichten Tag. Was sollen die Leute denken? Das geht doch nicht. Ich werde mir das kindische Verhalten von meiner Mutter nicht mehr länger ansehen. Jetzt ist Schluss mit Jana, der grauen Maus. Und dann wird der Weller meine Mutter bestimmt ganz schnell vergessen. Was ist denn nicht in Ordnung mit meinem Outfit? Da fällt nichts raus, da ist alles in Ordnung. Billig aus. Billig. Weißt du, was der Fummel gekostet hat? Manchmal denke ich, wir haben irgendwie verkehrte Rollen. Du bist der verrückte Teenie, der total abdreht. Und ich muss mich hier um alles kümmern. Ich muss kochen. Ich guck, dass er nicht alleine ist zu Hause und du rennst irgendwo rum. Das geht doch nicht. Ich glaube, es wird einfach mal Zeit, dass ich auch mal an mich selbst denke. Ich glaube, vielleicht muss ich auch mal zum Friseur gehen. Und ich glaube, ich brauche deswegen auch ein bisschen Geld. Ich habe mein ganzes Geld schon wieder ausgegeben. Was hast du mit deinem Geld gemacht? Ja, ich brauche neue Schulsachen. Das war mir irgendwie wichtiger. Und wie viel möchtest du jetzt von mir haben? Ich weiß nicht. Ich will halt schon mal ordentlich zum Friseur gehen. Ordentlich? Für einen guten Schnitt auf jeden Fall was. Ich weiß nicht. Okay. 80? Ja, das reicht bestimmt. Okay. Yeah. Jana ist noch nicht volljährig und hat bereits Schulden bei ihrer Mutter. Damit ist sie aber nicht alleine. Etwa jeder achte Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren ist mit durchschnittlich 60 Euro verschuldet. In den meisten Fällen sind die Eltern die Hauptgläubiger. Danach folgen Freunde und Geschwister. Soll ich vielleicht mit? Nee. Oh, ich hätte Spaß dran. Ehrlich. Ach, nee, ich habe schon eine beste Freundin. Na, ich kann doch trotzdem mitkommen. Nee, nee. Jana und ich, wir haben momentan nicht das beste Verhältnis. Dabei bemühe ich mich immer, ihr eine gute Freundin zu sein. Aber ich komme einfach nicht an sie ran.
Jana ist enttäuscht. Sie braucht keine Freundin, sie möchte eine verantwortungsvolle Mutter, die ihren Kindern Grenzen setzt. Ich weiß, heute werden wir dann mal aufbleiben. Alle wollen leicht drauf laut sein. Jana hat in der Familienstruktur nahezu die Rolle der Mutter übernommen. So etwas nennt man in der Psychologie Parentifizierung. Parentifizierung beschreibt eine Art Rollenumkehr zwischen Eltern und Kind. In unserem Fall hat Leonore ihrer Tochter Jana die überfordernde Mutterrolle zugewiesen. Jana leidet unter dieser Überforderung. Leonore muss mehr Verantwortung übernehmen für ihre Familie und ihre Tochter entlasten. Zwei Stunden später. Jana kann sich auf ihre beste Freundin Miriam verlassen. Die ist natürlich gespannt auf die angekündigte Veränderung und steht Jana zur Seite. Seit wann gehst du zum Friseur? Noch nie, deswegen wird es jetzt langsam mal Zeit, oder? Okay. Zur gleichen Zeit. Janas Lehrer Kai ist auf dem Weg zu seiner neuen Freundin, Janas Mutter. Der 36-Jährige ahnt nichts von der Schwärmerei seiner Schülerin. Er hat nur Augen für Leonore und ist bis über beide Ohren verliebt. Halt, halt, halt. Warum hast du mich denn so dringend herbestellt? Sehnsucht? Sehnsucht? Mhm. Ja, ich... Warte mal. Mach mal langsam. Worauf warten? Lass uns doch bitte erstmal reden. Reden können wir später. Wo sind eigentlich die Kinder? Unterwegs. Jana ist beim Friseur und Ben bei einem Freund. Okay. Gut, dann lass uns die Zeit nutzen und lass uns mal ein ernstes Wort miteinander reden. Was ist denn los? Hallo. 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 Was kann ich für euch tun? Ich hätte gern ein etwas Neues mit meinen Haaren einfach. Ein bisschen was anderes. Genau, ein bisschen moderner, ein bisschen schicker. Mal zum Termin? Nee, leider nicht. Ein paar Minuten Platz nehmen, ich bin sofort bei euch. Ja, sehr gerne. Okay, ruhig hier vorne direkt. Okay. Ich bin mir nicht sicher, meinst du es eigentlich ernst mit uns? Ja, natürlich meine ich es ernst mit uns. Wie kommst du darauf? Naja, es kommt mir nicht so vor. Keiner weiß von uns. Keiner kann davon wissen. So ein kleines Geheimnis nur zwischen uns beiden. Ja, gut so. Ich komme mir vor wie ein Teenie. So fühle ich mich auch. Ja, ich bin ja auch verliebt in dich. Und aber? Gefällt's dir nicht mit natürlich gefällt's mir mit dir. Der Sex ist toll und... Ja, dann und los. Zu schlafen ist wunderbar. Aber? Ich mache mir einfach Sorgen. Wieso kannst du es nicht wenigstens deinen Kindern erzählen? Ja, also wenn der Vella wirklich auf so aufgedonnerte Tussis wie meine Mutter steht, tja, dann muss ich wohl auch was an mir ändern. Und zwar eindeutig. Hast du deine Mutter eigentlich schon darauf angesprochen, dass wir die heute erwischt haben? Ach, nee, mache ich auch nicht. Darfst du auch nicht, auf keinen Fall. Okay, versprochen. Nee, nee, nee. Krass. Und du willst jetzt wirklich so aussehen wie deine Mutter? Ja, nur so aussehen. Ich meine, ich muss halt wirklich mal was an mir tun. Also, das... Ja, aber du sollst es ja für dich tun, nicht für irgendeinen Typen. Ja, ich mach's ja auch ein bisschen für mich. Und außerdem, meine Mutter sieht ja wohl total scheiße aus, wenn die sich wie so ein Teenie verhalten will. Und ich kann ja mich wie ein Teenie verhalten. Also, und woher hast du das Geld her? Das hat meine Mutter mir sogar gegeben. Ich find's super, dass Jana sich mehr um ihr Äußeres kümmern möchte. Sie war schon, wie soll ich sagen, so unscheinbar. Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn man sich immer um den Bruder kümmern muss und um den Haushalt. Wir starten mit dem neuen Look? Ja. Du bist bereit? Ja. Ich kann mit den Kindern nicht darüber reden. Warum denn? Ich habe zu Jana im Moment kein gutes Verhältnis. Überhaupt nicht. Wir verstehen uns gar nicht. Ja, ich weiß. Und ich möchte den Kindern auch nicht ständig einen neuen Papa vorsetzen. Lass uns erstmal warten, bis es ein bisschen fester ist. Und dann... Leonore und ich sind nun seit 3 Monaten zusammen. Ich will jetzt endlich den nächsten Schritt gehen. Aber dafür muss ich erst mit den Kindern reden. So ist das doch kein Zustand. Okay, das verstehe ich. Ich gebe dir auch die Zeit dafür. Dann kommst du noch dazu, ich bin Janas Biolehrer. Eben. Ja, das kommt auch nicht gut an in der Schule. Gut, dann kommen wir jetzt zur guten Nummer, komm. Okay. Ich will meine Kinder schützen. Und das ist auch der Grund, warum ich denen nie meine Affären oder meine Beziehungen vorgestellt habe. Und ich glaube, mit Kai, da kann das was Richtiges werden. Dem Ganzen würde ich eine Chance geben. Aber vorher muss ich mir 100%ig sicher sein. Bist du einverstanden mit deinem neuen Look? Ja, total. Vielen Dank. Sehr schön. Frau. Was macht's denn? 75 Euro sind es bitte. Ja. So. Dann sind das 80 und der Rest ist für dich. Boah, das liegt. Dankeschön.
Hab einen schönen Tag. Dankeschön. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Boah, Jana, deine Haare sehen echt gut aus. Danke. Jetzt fühle ich mich schon 10-mal besser. Aber das ist erst der Anfang. Ich brauche einen komplett neuen Look. Am nächsten Tag. Nach der Schule schüttet Jana Freundin Miriam ihr Herz aus. Janas neuer Look ist nicht so eingeschlagen, wie sie gehofft hatte. Der Weller hat mich heute überhaupt nicht beachtet. Überhaupt nicht. Boah, obwohl ich mich so viel gemeldet habe. Stimmt. Und ich habe eine neue Frisur und ich saß auch wieder ganz vorne, aber... Ja, aber was soll er denn sagen? Der kann auch schlecht jetzt zu dir gehen und dann sagen, ja, Jana, du siehst heute echt geil aus. Ja, wäre schön, aber kann er echt nicht machen. Ja, hast du recht. Jana redet ständig über den Weller. Okay, er ist cool, aber er ist schließlich unser Lehrer und ich finde, Jana übertreibt echt langsam. Vielleicht muss ich einfach noch mehr an meiner Optik einfach tun, dass ich einfach noch besser aussehe. Ich weiß nicht. Wie willst du das machen? Guck mal, die Mädels da hinten. Die, ich weiß nicht, die schminken sich halt. Vielleicht gefällt ihm das auch. Ja, vielleicht soll ich das auch machen. Stimmt. Ja. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Ja. Die Mädels machen es richtig. Die ziehen sich gut an, schminken sich. Da fahren die Jungs halt drauf ab. Aber für eigene Schminke fehlt mir gerade das Geld. Mama macht das auch immer, also ja. Und guck mal, die wurden gerade von Jungs angesprochen. Ja, guck. Bei denen scheint es zu klappen. Ja. Boah, warte. Ich habe mal eine Idee. Was hast du vor? Das wirst du sehen. Jana? Hey, du kannst doch jetzt nicht klauen. Spinnst du? Ich habe nicht geklaut. Das ist ausgeliehen. Außerdem, ach, das merken die sowieso nicht. Komm. Ich hoffe es. Wir gehen und ich mache mich jetzt hübsch. Diebstähle in Schulen sind keine Seltenheit. Und Janas Opfer haben kaum eine Chance auf Wiedergutmachung. Denn bei Diebstählen in Schulen bleibt man oft auf seinem Schaden sitzen. Denn Schul- und Hausordnungen enthalten oft einen Haftungsausschluss, sodass die Schule für den Schaden nicht aufkommen muss. Ich empfehle daher, keine wertvollen Gegenstände mit in die Schule zu bringen. Ja.